Leistung. Oh, ey, irgendwas passiert hier die ganze Zeit. Hm. Ich weiß nicht, was hier los ist. Oh mein Gott, hier sind fliegende Sachen. Nein, 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 nein. Ein Herz, ein Herz, ein Herz, ein halbes Herz, ja, halbes Herz. Hallo, ihr Lieben, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Teil Minecraft Markt. Und wie versprochen, ich habe endlich Freunde gefunden. Juhu! Wir sind nicht deine Freunde, Kev. Was soll das? Doch, die haben gerade gesagt, die sind meine Freunde. Das sind nämlich der Döner und der Sturmwaffel. Alter, ich sterbe, ich sterbe. Ja, stirb, wenn du mein Freund bist. Nur meine Freunde dürfen leben. Direkt am Ausrasten. Kev, oh, wo bist du? Da bist du. Ich bin da, ich muss schnell zu den Bäumen, ich habe nichts zu essen und gar nicht mehr spinnen. Ich verhungere gleich. Revi hat hier Büsche aufgestellt, auf denen stirbt man, wenn man auf die rauf geht. Ah ja, das sind Blueberry, nee, das sind Orberry-Bushes. Aber Essenceberry-Bushes, die haben einfach Pixar daran. Aber nicht die hier, oder? Nee, hier stirbt man nicht. Nicht hier oben, bei mir ist das, bei euch da unten nicht. Bei euch da unten ist gar nichts. Wo bist denn du? Ich bin hier oben, bei meinem Grundstück. Ja, Freunde, und heute haben wir was vor. Denn, wie ihr wisst, Ich habe ja jetzt eine Erddoppelverdopplungsmaschine und aus dem Grund, weil ich aber schon 2 Marks spawnen muss. Und ich habe mir gedacht, Oh no, genau. Alter, ich brauche einen Kürbis. Und der Sturmwaffe mir die geile Idee gebracht hat, einfach mal eine Turtle zu bauen. Bauen wir heute eine Turtle. Kommen Sie mit. Warte, oder habe ich das Glas mitgenommen? Nee, habe ich nicht. Kommen Sie mit. Ah, scheiße, wo ist mein Eingang? Weißt du, wo ist dein Eingang? Ach, du hast... Irgendwo so ein Erdloch. Mit was für Mods spielt ihr Moment so am meisten? Also ich habe gerade diese mit Macerator Industrial Craft, ist das, glaube ich. Ah, okay. Und jetzt gleich mit der Turtle, aber das will ich nur basic machen. Danach will ich mich eigentlich für Thumbcraft ein bisschen stark machen. Also Magie. Genau, weil da gibt es die Teleportbücher und sowas, damit wir uns ein bisschen hin und her teleportieren können. Okay, wie geht's zu dir? Oder wo? Hä, hier irgendwo muss ein Loch sein. Kev, hier oder zu, da, wo die Fackel ist. Ah, was zur Hölle, Alter? Was zur Hölle geht bei dir? Ja, das ist genau das gleiche, was ich gerne machen würde. Den Furnace und den Macerator und den Generator. Genau. Und den powert man halt erstmal mit Kohle, aber wie gesagt, es gibt dir halt eine... Ich habe überhaupt keine Ahnung, was man irgendwie macht. Ich bin Ria Dummkopf. Ja. Was ist los denn? Was hat meine Turtle gemacht? Was? Meine Turtle hat die ganze Welt kaputt gemacht. Was? Wo? Was? Meine Turtle hat 10.000 Gänge gemacht. Mann, was ist mit dir los? Wo zur Hölle bist du, Mann? Ich bin irgendwo im Untergrund und meine Turtle hat einfach 10.000 Gänge gemacht. Okay, Kev, komm mal. Gib mir Glas. Ja, ich wie, du wolltest Glas, Kev? Ich habe nichts davon gehört. Das stand nicht in unserem Deal. Aber diese Folge... Ah! Du hast ein richtiges Haus schon. Ja, ich hab nur so Layouts gemacht. Fällt mir nicht. Bitte? Dann bist du der Erste. Hey, Kev! Alter, dann... Ich hab sein Haus ganz eben, wollte ich eigentlich abbauen. Brauchen wir nicht eine Glasplatte? Kannst du ja... Obwohl, ich hab noch genügend, kannst du auch machen. Ja, aus 2 Glas wird das schlecht, ne? Wie viel brauchst du? Da oben liegt auch noch eine. Perfekt. So, und wie war das Cleanstone, sagst du? Dann Cleanstone, ja. Zufällig welchen da? Gerade welchen gemacht, ich kann dir welchen brennen. Oh, du hast richtig viel Kohle. Darf ich die auch haben? Kev? Ich nehme mal so 60 Minuten. Kev? Kev? Warte, hol ich mal kurz die anderen Sachen. Woher hast du so viel Kohle, Smurf? Ich war einmal mein, gerade eben, letzte Folge. Weißt alleine? Du, ja, dann ist man, dann oder redet man der so. Oder mit Turtle? Nee, alleine. Ohne Smurf? Turtle? Ja. Wieso nennst du ihn Smurf? Smurf, ich bin irgendwie für alle immer ein Schlumpf, ich weiß auch nicht warum. Dabei bin ich größer als Dene. So. Nein. Nur so gewartet, wie lange es dauert. Nein. So, glaubst du lügt? Ich glaube, ich lüge nicht. Ich komme wieder zu dir. Ich hab Diamanten! Ja. What? Nice, ich hab noch keine Diamanten, ich will welche haben. Jeder 50% für mich. Genau. Ich hab die Marktsteuer eingeführt, das heißt, die Marktsteuer. Du hast die Marktsteuer. Was für eine Steuer, Alter. Ja, eine Marktsteuer. Wenn man Diamanten findet, geht 50% an Mark und ich bin Marks offizieller Buchhalter. Ich weiß schon, wer diese Folge stirbt, Kev, wenn es so weitergeht. Dann darfst du aber einen Mark bauen. Ups, ja, nein, alles gut. Also wie baue ich denn Quack jetzt? Also du brauchst jetzt noch, Computer hast du, ne? Nee, hast du nicht. Nö. In die Mitte Redstone. Ja. Unten die Glasscheibe. Ja. Und drumrum Cleanstone, den Rest mit Cleanstone voll machen. Computer habe ich. Genau, okay. Und dann, warte, das mache ich jetzt auch noch, den Computer. Grüne Smaragde oder was? Ey! Oh, das ist mein... Huch, Hilfe, was ist das denn? Was du da? Wieso hast du das reingelegt? Ach so, das war deiner. Nee, warte, Moment. Hilfe! Ah! So, okay. Ich hab 2 Computer, ich bin weg! Nein, Kev! Nee, warte, genau, dann brauchst du den Computer. Ja, der hat mir aber seinen Computer geschenkt.
Okay, so. Den hat das ja schon gemacht. Computer und Spitzhacke zusammen. Ach Mann, oh, ja, okay, ich habe nur einen Crafting. Nee, dann den Computer erstmal rein, ohne die Spitzhacke. Ja. Und eine Kiste. Eine Kiste muss ich kurz machen, ja? Ja, genau, unten eine Kiste und drumherum Eisen. Dann hast du die Turtle. Okay, und dann. Nice. Und dann die Turtle einfach nur mit der Spitzhacke. Aber wohin die Spitzhacke? Oder gebe ich hier die in die müsste, Hand? Müsste eigentlich. Daneben, rechts daneben. Rechts daneben sein, ja. Okay, aber die. Oben links in die Ecke. Spitzhacke geht nicht. Die okay. Nein, es geht nur eine Dia-Spitzhacke. Echt? Ja. Aber ich habe ein Tutorial gesehen, wo alle gingen. Ja, das ist in einem anderen Modpack. Och nö! Und Eisen geht nicht? Nein, ihr müsst erst Diamanten finden. Ach, was? Komm ich. Du hast doch gerade Diamanten gefunden, Dena. Dena, hast du Diamanten für mich? Das kostet aber. Was? Ich geb dir einen Diamanten für drei. Was? Nein. Ich dachte. Willkommen in Kevs Verhandlungswelt, Alter. Deal jetzt. Also man kann mit mir Diamanten ja handeln, aber das ist dann so nach dem Motto, man gibt mir mehr zurück später. Man gibt dir mehr zurück. Wie viel hast du denn? Ich bin so eine Art Hai. Ich bin ein Hai. Ich bin gar kein Hai. Wie die Hai, doch, das bist du. Ich bin ein Hai. Du bist ein Hai. Ich bin kein Hai. So, okay. Oh, aua! Aua! Okay, das Hilfe. Heißt, ich muss in dieser Folge Diamanten finden, Freunde. Oh Mann. Ich kann dir, wie gesagt, Diamanten geben, du musst mir nur später mehr zurückgeben. Boah, ist das schneller als wenn du. Ist das hier gemeinschaftlich? Das hat wie doch viel, mal. Obwohl, das nee, das, hey, das ist doch gemeinschaftlich. Okay, den ich mach das. Wie viel willst du zurück? Also, wenn ich einen. Ach kacke, jetzt habe ich keine Spitzhacke mehr. Diamanten jetzt bin ich traurig, jetzt handle ich gar nicht. Was? Wieso, Dena? Ich wollte hier gerade drei Diamanten abnehmen. Ich würde auch welche nehmen. Also für drei Diamanten möchte ich sechs zurück. Okay. Puh. Aber ihr habt aber eine Woche Zeit dazu, die mir zu. Eine Woche nur! Was? Das ist voll viel! Okay. Ihr macht euch eine Turtle und dann habt ihr schon wieder genug. Okay, ja gut, okay. Aber warte, ich gebe dir fünf. Ist gar kein. Ich gebe dir fünf und zwei Eisen. Voll ein cooler also ich, Deal. Also ich gebe dir zwei Diamanten und zwei Eisen. Voll der coole Deal, das ist ein richtig guter Verkäufer, Alter. Voll der coole Deal, Junge. Psst, Kev, wir müssen besser dealen jetzt hier, warte. Hier passiert immer irgendwas, irgendein komischer. Ich werde immer. Ah! Ich werde von irgendwas Unsichtbarem angegriffen die ganze Zeit. Wer ist das? Ja, das bin ich. Nee, bist du nicht. Nee, du stehst doch da hinten. Das bin ich. Nein, ich sehe dich doch da hinten. Nein, siehst du nicht. Ah! Ich werde immer von irgendwas angegriffen. Was ist denn das? Okay. Er ist jetzt verrottetes Fleisch. Wir wollen uns hier nicht vom Halsabschneider Dena den Hals abschneiden lassen. Ich bin kein Halsabschneider. Ja, wo bist du denn, Dena? Ich komm da mal hoch. Drei. Ja, ist so fair, weil ich muss ja auch was dafür haben, dass ich meine Diamanten dafür verzichte. Ja, du kriegst vier. Und vier ist zu wenig. Nee, du würdest ja die Tage wieder kriegen, direkt. Nach dem Livestream. Okay. Nee, vier ist zu wenig. Fünf würde ich machen. Upsa. Und das ist mein letztes Angebot, Kev. Fünf Diamanten. Fünf, okay, ich mach auch fünf, ich komme auch mit, ich komm hoch zu dir. Dena würde also fünf Diamanten machen. Ja. Das war doch da oben, oder? Auf dem geht Berg? Geht nicht vier Diamanten und was nein, anderes? Nein, vier geht leider echt nicht. Aber ich kann doch eine Dienstleistung machen. Ich muss auf wirtschaftlich denken. Pff. Und was für eine Wirtschaft, was für eine Dienstleistung? Okay, wir sagen so, drei Diamanten und ich baue ein Mark für dich. Oh Gott. Das ist ja kein Dienstleistung, das ist ja Eisen, davon habe ich genug. Ja, ich aber nicht. Du musst mir zum Beispiel Maschinen bauen oder sowas, das wäre eine Dienstleistung. Oh ey, irgendwas passiert hier die ganze Zeit. Ich weiß nicht, was hier los ist, oh mein Gott, hier sind fliegende Sachen! Nein, 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 ein Herz, ein halbes Herz, oh mein Gott, 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 ich bin unten am Baum, Hilfe. Ich weiß nicht, ob wir Dena vertrauen können, also das. Ja, ich vertraue Dena, Hilfe. Dena kann man richtig cool vertrauen eigentlich, oder? Ich weiß das nicht. Du musst mir nur vertrauen. So, ich hoffe jetzt nicht mein Glück und wenn ich jetzt ganz schnell Diamanten finde, dann ist es confirmed, dass Dena einfach ein Halsabschneider ist. Okay, Dena, wo bist du denn? Dann komme ich jetzt gleich mal hoch, wenn ich wieder einigermaßen Leben habe. Dann hole ich mir die Dias. Ich bin unten in der Höhle, aber ich komme jetzt hoch zu mir. Ich bin oben da auf dem Berg, wo Revi auch ist. Okay. Nee, warte, ich brauch nur kurz Leben und dann komme ich hoch. Ey, boah. Freunde, wir werden jetzt sehen. Oh shit. Ich bin richtig aufgelöst gerade, ich hatte echt nur noch ein halbes Herz. Meine Fresse, was war das denn? Da war ein fliegender Wither. Was soll denn die Scheiße? Also was die Scheiße soll, weiß ich nicht. Ja, nee, ernsthaft. Lass mal hingehen, dann frage ich den jetzt gleich, was soll die Scheiße? Dena, ich bin jetzt nämlich hier gleich auf Diamantenhöhe. Wenn ich jetzt ganz schnell Diamanten finde, dann mache ich Sturmi einen besseren Deal. Oh, okay. Gut, dann muss ich jetzt... Ja, wie gesagt, du kannst doch am besten mit Dienstleistung mit mir verhandeln. Da musst du mal drauf eingehen. Aha, jetzt dreht sich der Wind. Was möchtest du denn haben, mein Lieber? Eine schöne Maschine, was kannst du mir da anbieten? Hast du schon die Erzverdopplungsmaschine? Meserator? Genau. Benutze ich immer die von Revi.
Alles klar. Willst du eine Konstruktion haben, dass das, was du in eine Kiste tust, automatisch gemaceraced und danach gebrannt wird? Wow. Mit Industrial Craft? Ja, auch. Oder ist gerade eine dumme Fledermaus, ist gerade in Lava gekommen. Oh, hier ist ein Minenschacht. Du tust einfach nur alle deine Roherze in eine Kiste und als Endprodukt kommen dir die Maceraced und alle gebrannten Barren raus, in verdoppelter Form. In was für, von was für einem Mod? Ja, das sind mehrere Mods. Das heißt, wir brauchen einmal diesen Macerator und so, aber dann halt die Konstruktion, dass es halt auch die fertigen Produkte rausgezogen werden und weiterverarbeitet werden. Kennst du diesen Applied Energistic Bla Mod? Der Applied Energistic Mod? Ja, der ist so mit, damit kannst du eine riesen Sortiermaschine machen. Eine riesen Sortiermaschine? Ja. Warum weiß ich nichts? Ja, aber das kann man, das ist viel teurer als so ein paar Diamanten, da bin ich ja fair. Oh, ja, ist auch so, die Maschinen müsstest du sowieso mit den Ressourcen aufkommen. Ich bezahle dir einfach die verdammten Diamanten zurück, ey, die habe ich dann sowieso schnell wieder mit der Turtle. Was ist denn hier? Ja, ihr seid wirklich, ihr seid viel schneller. Ja, ich wollte gerade sagen, das macht doch mehr Sinn. Okay, ich bin oben bei dir, ich klaue mir jetzt irgendwas aus den Kisten. Ich weiß das nicht. Oh, aber aus den Kisten sind da ja keine Diamanten. Verdammt. Da muss ich jetzt schnell runterkommen. Wie lange läuft die Folge eigentlich schon? Die Folge ist jetzt schon 11 Minuten am Gang, also ganz entspannt. Okay, und ich bin jetzt hier unten auf Diamantenhöhe. Und ich bin gespannt, ob ich wirklich auf den Halsabschneider angewiesen bin. Der Halsabschneider. Ich bin kein Halsabschneider. Ich finde den Deal auch echt vernünftig, muss ich sagen. Wir kriegen das doch voll schnell wieder. Das sagst du nur, weil du jetzt im Zugzwang bist. Ja. Das sagst du nur, weil du im Diamanten! Ach komm schon, Kev, ist nicht dein Ernst. Ja, aber es sind weniger Diamanten. Und ist eins, ich bin zwei, gar kein Halsabschneider. Du Oberfiesling. Sechs Diamanten voll, ich kann dir drei geben. Ist nicht dein Ernst. Okay, Kev. Kev, was ist dein Angebot? Visa Fetzer, Kev. Hey! Er muss mit Beleidigung kommen. Oh. Wie geil. Visa Fetzer direkt. Was ist denn da? Das stand früher bei den Kommentaren bei Kev von mir. Oh. Aber wieso? Ich weiß es nicht mehr, aber ich weiß, dass du dich darüber aufgeregt hast. Dann habe ich mir jetzt gemerkt, dass ich das immer benutze, um dich zu ärgern. Ich glaube, wir haben irgendwann mal... Ich glaube, haben wir nicht da über fieser Fetzer aus dem Powers geredet, der immer so... Ja, das kann sein. Dann haben wir gesagt, ja, Kev ist wieder genau wie der fiese Fetzer. Ja. Okay. Aber ich bin zuerst bei Smurf. Ich will Kohle von dir. Du willst Kohle von mir? Ich will die ganze Zeit Sachen, die ich brauche. Ich will, dass du mir nur die drei Diamanten wieder gibst. Ja. Und Kohle halt eben, dass ich was plus hab. Wie viel Kohle willst du? Was willst du mir abdrücken? Das ist jetzt aber auf freiwilliger Basis. 30? Für den Anfang? Komm, 30 ist super. 30. Ja, ist perfekt. Okay, gut. Und dann die drei Diamanten. Weil ich brauche, um meine Maschinen zu befeuern, erstmal Kohle. Das ist natürlich ein viel besseres Angebot. Dena kommt mir augenscheinlich auch nicht entgegen. Von daher hoppel ich mal ganz schnell wieder die Höhle gerade hoch. Er hat doch gar nicht mit sich diskutiert, was er dann gemerkt hat. Auf einmal, aha, das wird es knapp, ich verliere meine Kunden. Ah, dann dreht sich auf einmal der Wind. Und ich laufe hier hin und her, ey, wie so ein Hin- und Hergerissenes Wieschen. Stimmt ja gar nicht. So, jetzt mach ich erstmal wieder weiter. Oh Mann, okay, du musst zu meinem Haus kommen, denn ich habe einen Tunnel gegraben. So, warte. Hast du die schon fertig gemacht? Die Diamanten? Ja. Ja, ich bisschen poliert oder so, ein bisschen Öl drauf gemacht, damit es mehr glänzt. Lapap, die kriegst du in schmutziger Form, die werden von Hand zu Hand. Okay, okay, warte. Spoon für ein Etepetet. Ja, sorry, es tut mir leid, ey, muss auch ein bisschen, ne? Maßstäbe setzen. Sorry, tut mir leid, ne? Also, Entschuldigung. Soll ich dir gleich eine Dierspitzhacke machen? Das wäre super. Dankeschön. Mann, ich hab mich verloren in so einem. Ich hol dir sofort Kohle. Ich hol dir Kohle. So schön, ich möchte hier gar nicht mehr raus. Dena findet so schön. Jetzt habe ich. Ah, scheiße, die Turtle, wie funktioniert die denn? Auch mit Kohle, ne? Ja, genau. Also guck, guter Deal. Kohle kriegst du direkt. Aber Kohle wollte ich eigentlich für meine Maschinchen hier haben. Ja. Boah, ich brauch all das, was ich finde, gar nicht. Ich lasse schon Sachen zurück. Ich muss meine Kiste machen mit Erzen. So, Moment. Und. Zack, zack, zack. So, dann komm ich mal kurz zu dir. Dann habe ich den Deal schon mal fertig. Und dann ich finde das einfach nur so geil. Das war so ein Timing. So, warte, Kev. Hier, hinter dir. Kev. Du hast die Sachen im Inventar. Messi. Welcome, Yoda. Das ist nett. Vielleicht weißt du ja gar nicht, ob das Blutdiamanten so die Kräfte hat. Nein, die hab ich eigenständig rausgenommen. Den hast du bestimmt. Sind bestimmt Blutdiamanten. Aber darauf ist mir jetzt egal. Business ist Business, Alter. Business ist Business, Leute. Business ist Business. Ja, oh, das ist der Smurfy-Van-Camp. Ja, genau.
So, jetzt schon mal. Ich brauche irgendwie noch Essen, bevor ich jetzt hier runtergehe. Das ist echt sonst echt blöd. Essen ist eigentlich mein größtes Problem. Ich habe Fairtrade-Diamanten gehabt. Fairtrade-Diamanten, sagst du jetzt? Hast du Beweise dafür? Wo sind die Dokumente? Ja. Braucht man nicht. Einfach Fairtrade. Braucht man nicht Fairtrade draufstempeln. Ist fair gehandelt, ne? Mit Schrauben und sowas, ne? Ja, ja. Ich habe Fairtrade Quartz Ore und ich glaube, das ist selten, aber ich weiß nicht, ob ich brauche. Das ist nicht selten, davon habe ich 30. Lass mir doch einmal mein Ich habe irgendetwas Wertvolles. Oh, herrlich. So. Perfekt. Boah, ey, ich bin immer betrunken. Wie viel scheiß Kohle braucht denn so eine Turtle, um zu arbeiten? Zweieinhalb. Nicht so viel. Zweieinhalb? Exakt. Zweieinhalb. Wunder, danke. Kev legt so los, ist voll glücklich und dann so, Turtle bleibt stehen. Ich habe so viel Eisen, ich muss nie wieder farmen, weil ich diese Folge so schön gefarmt habe, muss ich nie wieder farmen. Wie viel Eisen kostet denn eigentlich ein Mark? Ein Mark kostet 36 Eisen und ein... Bams, das ist so viel, ne? Ja, okay, wenn du eine Turtle hast, ist es alles relativierbar. Also ich habe schon einen Mark gemacht und ich habe noch Eisen für mehrere andere Marks. Und ich muss bis Ende der Woche, muss ich auch noch 2 Marks machen. Alter, hier gibt's Zucchinis! Ich muss auch noch einen Mark machen. Ich bin hier irgendwo gelandet, Kev, hier ist richtig viel Quertos Quartz. Ja, das ist auch wirklich. Aber wofür brauchen wir das? Genau, das ist nämlich für Applied Energistics 2. Das ist genau das, was ich meine. Da macht man so eine riesen Sortiermaschine und da muss man sich nie wieder Sorgen machen, um Sachen zu sortieren, weil da tut man irgendwie alles, keine Ahnung. Das ist wie so ein Computersystem, wo man Zugriff auf alles hat. Und das ist ja, achso, das ist ein E-System. Ja, das habe ich schon mal gebaut, das kenne ich. Ist das gut? Das ist aber sehr ressourcenaufwendig. Aber du brauchst nämlich sehr viele Farben, weil du verschiedene farbige Chips machen musst. So als Beispiel. Das mit den Farben, Alter, kannst du auch einfach irgendwie schnell drüber sprühen. Kannst du mir das bauen für einen Diamanten? 20 oder so. Okay. Nein, das auch nicht. Das war jetzt... Nee, oh Mann! Okay. Du kannst mir einfach direkt okay. vorschlagen und dann Nein sagen, das ist fies. Direkt okay, ich hab hier einen Brokkoli-Baum gefunden. Deswegen habe ich Vertrauensprobleme mit dir. Das ist wieder ein Creeper mit einem Stirnband. Oh, die sind nicht gut. Nee, Alter, der hat mich in der ersten Folge schon zum Tod gebracht. Lena, hilf mir! Nee, stimmt jetzt. Nicht. Jetzt nicht mehr? Egal, nee. Ich fütter ihn trotzdem. Nein. Soll ich schon mal zack? Ich lock den zu Sturmi! Nee, ey, Alter, ich bin überhaupt nicht zu Hause. Aber probier's. Wenn ich jetzt weggeportet werde, ne, mit der Turtle im Inventar, ich schwöre dir, Kev, ich mache dir das Leben zur Hölle. Ja, ich hab auch die Turtle im Inventar, das ist mein großes Problem. Nee, leg die ab und dann lauf. Halt, ob die Turtle so wichtig wäre, die ist ultra billig. Ja, oh, aber nice, das dauert... Ich hab so viel Quert aus Quarz, kann es gar nicht mehr aufsammeln. Wie funktioniert denn eigentlich nochmal der Befehl? Wie was? War das nicht Load irgendwas? Load Fuel? Refuel All, wenn du das reingezogen hast. Refuel All? Also leert Refuel und dann leert das so All. Okay, das heißt, wie viel Kohle brauche ich jetzt wirklich? Weil Kohle ist bei mir gerade sehr rar und soll ich 10 Kohle reinpacken oder 20? Weiß ich nicht genau. Wie bist du denn für so einen Gang? Dena, du bist der Experte, du hast die Erfahrung. Ha? Du hast die Erfahrung. Ja, erstmal verstehe ich nicht, warum ich hier verschiedene Quertus-Quarz habe und zweitens habe ich euch gar nicht zugehört und drittens habe ich eine Kiste gefunden mit einer Floppy-Disk. Das ist schon mal ein guter Set. Und viertens ist die Folge jetzt vorbei, weil wir sind jetzt bei 19 Minuten, Freunde. Und wir hoffen natürlich, euch hat es gefallen. Ihr könnt uns das immer gerne zeigen mit einem Däumchen nach oben. Und ansonsten schaut gerne auch bei jedem anderen vorbei. Die ganze Teilnehmerliste unten in der Beschreibung. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bleibt geilo. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Bis morgen.